Hallo Leute und willkommen hier bei Mi AppleCat. Ja, was könnte denn da nur drinstecken? Okay, ich verrate euch, ihr kommt wahrscheinlich einfach nicht drauf. Hier drin steckt ein Mock des ultimativen Batmobils von der Firma D-Cool. Ja genau, und zwar ein richtig cooles Teil. Lego hat ja sein ultimatives Batmobil aus dem 1989er Film mittlerweile vorgestellt und rausgebracht, aber dieser Mock hier, ja, den gab es schon vorher von der Firma D-Cool und das ist ein cooles Teil, habe ich mir schon von einer ganzen Weile gekauft und jetzt bauen wir es mal auf, damit wir mal einen Gegenentwurf sehen zum Lego-Set. Und während ich hier aufmache, erzähle ich euch noch was zu den Spezifikationen hier von dem Modell. Und zwar haben wir hier drin insgesamt 1778 Teile. Okay, das ist etwa, sagen wir mal grob, die Hälfte des Lego-Sets, aber dennoch für so ein Fahrzeugmodell ist das schon eine ganze Menge. Und es wird auch eine beachtliche Größe haben, und zwar von 48 cm in der Länge. Ich glaube 15 cm breit und so 10 cm hoch wird es etwa werden. Also kein kleines Set, Freunde. Natürlich kleiner als das Lego-Set. Das wird nämlich 60 cm lang oder ist 60 cm lang. Kostet aber dafür auch 250 Euro. Und unser Superheroes ultimatives Batmobil kostet dann zwischen 50 und 60 Euro. Also das ist schon ein nicht zu verachtender Unterschied. Und vor allem, das hier ist ein Mock, also keine Kopie eines Lego-Sets, sondern das hat sich ja ein Hobby-Designer oder einfach ein Designer ausgedacht, der nicht bei Lego arbeitet, hat das hier bei D-Cool quasi verkauft oder die machen das mit ihm zusammen und so wird das Ding aussehen. Oh, schaut es euch an, mein Lieblings-Batmobil aus den ersten beiden Filmen mit Michael Keaton aus 1989 und wann war der zweite noch? 91 oder so. Und ich sehe schon was sehr Erfreuliches. Wir haben nummerierte Tüten. Ach, das wird ja ganz wunderbar. So, ich würde sagen, ich packe jetzt mal hier alles richtig aus und dann schauen wir uns die Teile mal an. Jawohl, Freunde, wir haben Bauabschnitte. Bauabschnitt 1, 2, 3 und Bauabschnitt Nummer 4. Und schaut euch mal das hier an. Eine ganze Tüte voller Reifen und Räder. Das hier wird wohl vorne hier für die Turbine das goldene Teil und das andere, das sind die Reifen. Wie viele Reifen hat denn der? Hat er hinten Doppelreifen vielleicht? 2, 4, 6 und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, meine Güte, und unterschiedliche Größen. Also von den großen sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hat er auf jeder Seite hier 4 Reifen oder? Ach, ich weiß, er hat ja ein besonderes Play-Feature. Ja, wenn ihr Batman Returns kennt und ihr kennt die Verfolgungsszene, wo es durch eine ganz schmale Gasse durchgeht. Dann kennt ihr hier diese Aktion, wo Batman rechts und links Teile vom Batmobil absprengt und mit dem schmalen Gefährt hier durch die Gasse saust, um dem Verfolger hinterherzukommen. Oder nee, er will entkommen. Genau, er entkommt und die anderen kommen nicht durch oder irgendwie sowas. Deswegen so viele Reifen. Haben wir schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann hier nochmal und hier nochmal. Und eine große Reifenflut. Ich habe mich schon gewundert. Ja, und ansonsten von der Teilefarbe, ich würde mal sagen, da ist so ziemlich alles dabei, solange es schwarz sein soll. Also schwarz, 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 schwarz. Hier mal eine kleine rote Achse dabei. Schwarz, 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 schwarz. Und hier noch so ein paar Teilchen. Hier auch ein paar bedruckte Teile. Und ich habe aber gesehen, wir haben hier drin auch Aufkleber mit dabei. Irgendwo waren sie hier drin. Genau. Da haben wir den Stickerbogen, also sowas hier mache ich mir bestimmt nicht auf ein Batmobil drauf hier, wo Batmobil noch draufsteht. Aber hier natürlich die Batman-Zeichen schon. Also da entscheide ich noch, welche Sticker ich hier verwende und welche nicht. So, aber soweit schon mal cool. Überlegt mal, wenn das hier Lego wäre, dann wäre hier doch massig wieder rot, blau, gelb, grün und weiß der Himmel was dabei. Und hier ist einfach mal pur schwarz. Wird natürlich vom Suchen ein bisschen schwierig werden, aber dadurch, dass wir ja nummerierte Bauabschnitte haben, wird das schon gehen. So, ich würde mal sagen, bevor wir hier
die Stimme ganz weggeht, schauen wir mal hier in die Anleitung rein. Also, es ist ein Set von D-Cool, die 7144 aus der Superheroes-Serie. Und es ist, wie gesagt, ein Mock, My Own Creation. Das heißt, keine Lego-Kopie, sondern das hat sich sonst jemand ausgedacht. Und ich hoffe, sie haben denjenigen dann auch dafür bezahlt, dass sie es hier verwenden. Und hier bekommen wir schon mal gezeigt, ja, hier, wie wir dort eine Sticker, auch wie wir Sticker aufbringen. Ach, schaut her, die haben solche Sticker, die man erstmal drauf macht und dann hier die Folie abzieht. Das sieht natürlich nachher, glaube ich, viel besser aus als die Lego-Variante, wo dann eben der Sticker vollflächig drauf ist. Das finde ich cool. Da bin ich gespannt. So ein paar werde ich ja doch drauf machen. Dann haben wir hier in Bauabschnitt 1, wie es aussieht, diesen Mittelteil und ja, also die Anleitungen, die kenne ich ja so schon von D-Cool. Da ist immer gekennzeichnet hier, was gerade gebaut wird durch diese rote Umrandung. Und ja, man muss wahrscheinlich ein bisschen genau hinschauen, aber das wird schon ganz gut funktionieren hier. Schwarz auf Blau, Druckqualität, ja, wenn ich mal reinschaue, die ist in Ordnung. Also es gibt höher auflösende Drucke, aber die ist schon, ach Gott, ich freue mich, die ist auf jeden Fall völlig in Ordnung. Und dann schauen wir mal, wie viele Seiten wir da haben. Oh, schaut mal her, wir haben sogar einen Lightbreak hier drin. Wie cool, also ein Lichtsteinchen. Kann ich den hier auf die Schnelle finden? Der müsste doch hier irgendwo bei den Spezialsachen dabei sein. Na, nee. Auf die Schnelle kann ich ihn nicht finden, aber da bin ich gespannt drauf. Und außerdem soll hier angeblich noch eine Minifigur dabei sein. Da bin ich ja mal gespannt. Wie ich das gelesen habe, dachte ich, oh bitte keine Minifigur dazu packen. Wenn der Zoll das sieht, dann ist das Set weg. Aber das Set ist prima durchgekommen, war sogar sehr, sehr schnell bei mir. Und deswegen freue ich mich jetzt hier auf den Bau. Insgesamt haben wir 157 Seiten. Und dann ist unser, oh mein Gott, man kann hier sogar ein Maschinengewehr ausfahren. Oh Gott, ich gehe gleich kaputt. Das ist so ein geiles Set, Freunde. Ich freue mich. Hier kommt wohl der Lightbrick rein. Dann bräuchten wir aber zwei Stück. Also ihr merkt schon, ich bin hier richtig scharf drauf. Und deswegen rede ich jetzt gar nicht länger mit euch. Und fange hier an zu bauen. Und zwar mit Bauabschnitt 1 legen wir los und bauen das ultimative, nicht von Lego kopierte Mock Batmobil von 1989. Wie geil. Eine Stunde 25. Ja, so lange dauert hier Batman Ninja. Den habe ich laufen lassen, während ich Bauabschnitt 1 fertiggestellt habe. Das hier sind die Teile, die übrig geblieben sind. Also ein paar Kleinteile, Fliesen, Rundfliese. Vielleicht braucht man das später noch, keine Ahnung. Und ja, wir sind dann gelandet hier auf der Seite 24 und Tüte, nicht nur Tüte, sondern Bauabschnitt 1 ist fertig. Es geht weiter mit Bauabschnitt 2 und das hier ist unser Batmobil. Jawohl, also ein sehr, sehr, sehr ja, interessantes Konstrukt bisher. Sieht aus wie so ein zusammengeschobener kleiner Tumbler fast, würde ich sagen. Und ja, 8 Räder haben wir hier schon verbaut. Und das ist dann eben hier das Innenteil und ja, er rollt auch, aber die Räder hier, die drehen frei durch. Da steht irgendwie das Teil hier, der Technik-Liftarm ein bisschen zu weit hoch, scheinbar, dass die keinen Bodenkontakt haben. Ist aber im Prinzip auch egal. Und ach, ich sehe gerade, hier hinten ist genau das Gleiche der Fall. Also es scheint sich wohl ein bisschen durchzubiegen, das Ganze, dass nicht alle Räder mitdrehen, aber das ist jetzt wirklich nicht so dramatisch. So sieht das Teil von unten aus und ich kann euch sagen, es ist massiv, denn hier haben wir keine umbaute Luft. Hier wird alles Stein für Stein, Schicht um Schicht voll aufgebaut. Also hier sind überall Steine drunter, gar keine umbaute Luft, richtig massives Teil. Und ganz interessant finde ich auch hier das Cockpit. Wenn wir da mal reingehen, ja, alles, was ihr hier seht, sind Drucke und keine Aufkleber. Ganz cool natürlich hier das Lenkrad mit dem Batman-Zeichen drauf. Dann hinten dran haben wir nochmal ein Instrument auch mit so einem Batman-Zeichen drauf. Dann hier Tacho und Drehzahlmesser. Und da unten, Moment, ich muss mal eben hier das rübernehmen. Da noch irgendein Touchpanel. Dann haben wir hier eine Gangschaltung oder ein Hebelchen noch mit dabei. Das hier ist dann, glaube ich, eine Gangschaltung. Und ja, hier an der Seite nochmal so ein Seiteninstrument, was man hier auch ein bisschen einstellen kann. Sieht meiner Meinung nach
sehr, sehr gut aus. Also richtig cool. Das hier sind wohl dann die Sitze. Ich denke mal, da kommt noch ein bisschen was hinten dran. Da sind auch noch solche Haken. Da kommen bestimmt noch dann die entsprechenden Rückenlehnen mit dabei. Und ansonsten, ja, man kann schon ein bisschen was erkennen, dass wir hier die typische Batman-Form haben. Aber sonst gibt es hier gar nicht allzu viel zu berichten. Ich hatte keine Fehlteile zum Glück. Wir haben hier entsprechende Abdeckungen auf den Rädern. Vorne sind übrigens die kleinen Räder und hinten sind die größeren Räder. Auch sehr gut zu erkennen am Profil. Die hier haben diese Rillen in der Mitte, die kleinen, und die großen, die sind also Vollprofil. Ja, also ist schon mal ein ganz cooles Teil. Ließ sich auch alles gut bauen. Die Steinequalität, die ist ordentlich. Was natürlich hier der Fall ist, man kann sehen, die schwarzen Fliesen, das ist alles ein bisschen verkratzt. Und nicht so in Hochglanz, wie man das von Lego jetzt gewohnt wäre. Also das muss man wissen. Aber ansonsten klemmkraftmäßig lassen die sich prima verbauen, halten gut, völlig problemlos. Also der Bau macht Spaß, Freunde. Und ich bin schon gespannt, wie es hier weitergeht. Natürlich dann mit der Tüte, Quatsch, ich sag immer Tüte, Bauabschnitt. Hier, Bauabschnitt Nummer 2 steht da nämlich an. Und wir haben da einfach noch ein paar mehr schwarze Steine. Jawohl, und dann bauen wir einfach mal weiter, würde ich sagen, denn wir sind ja erst auf Seite 24, da ist auch eine Menge zu tun und jetzt wird, glaube ich, hier im nächsten Abschnitt das Mittelteil hier fertiggestellt. Sieht auf jeden Fall auf dem Bild schon mal richtig cool aus, also verwandeln wir es in Realität. Da, 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 da. Wir feiern gleich eine kleine Hochzeit, aber erstmal zeige ich euch das, ja, das Bauteil, das ich hier zusammengesetzt habe. So sieht's aus. Ihr seht hier natürlich nochmal die Steine. Ach, die sind vermackt und verbollert. Also, ja, es ist ein gebrauchtes Bettmobil, sagen wir mal so. Nicht frisch hier vom Band. Ja, sind eben keine Hochglanzsteine. Das muss man hierbei wissen. So sieht es von der Seite aus, da mit ein paar Noppen, seitlich Noppen. Hier sind jetzt die ersten Aufkleber, die ich aufgebracht habe, diese Bett-Symbole. Und das geht recht gut, muss ich sagen, ganz ehrlich. Es ist ein bisschen schwierig, die hier mittig drauf zu kriegen, aber ist mir um Längen lieber wie die Lego-Aufkleber, weil hier wirklich nur ja, das, was man sieht, aufgeklebt ist und rundherum ist dann keine Transparenzfolie mehr. Und finde ich, sieht besser aus, ja. So sieht das Teil von hinten dann aus. Und jetzt, ja, heiraten wir. Ach, Freunde, es ist schon echt spät und ich habe ein paar Sprachstörungen, aber egal. Ich will noch ein bisschen weiterbauen und das Teil soll jetzt hier aufgesetzt werden. Und zwar, lasst mich mal schauen, ob ich das hier jetzt einhändig auch gut hinbekomme und gleichzeitig noch Kamera halten. Das ist ja hier wieder Multitasking für Fortgeschrittene. Muss das hier drauf? Ja, genau. Das muss da drauf. So, und dann wird es hier noch festgedrückt. Das muss ich gleich mal richtig machen. Und dann haben wir schon so eine Seitenansicht. Und das hier wird dann nochmal die Cockpit-Ansicht quasi. Und dann bauen wir hier auch noch gleich die Sitze rein im nächsten Abschnitt. Also, oh, das ist schon relativ schwer. Also ihr seht, es geht hier voran und das Bettmobil nimmt langsam Formen an. Ich mache nochmal gleich weiter, aber schaut mal her. Hier sind vom Cockpit schon die Scheiben und die sind, ja, natürlich typischerweise sehr, also die sind wirklich sehr, sehr verkratzt. Also mit Kratzern und so, da ist Dekool noch ein gutes Stückchen zurück zu dem, was ich schon von anderen Klemmbausteinherstellern jetzt hier so gesehen habe. Also das ist wirklich noch, wie man es von früher kennt, alles sieht aus, als wäre das schon 5 Jahre irgendwo in der Krabbelkiste gewesen. Aber naja, egal, das macht alles der Preis. Statt 250 eben nur so um die 50 Euro. Da kann man auch mal ein paar Kratzer hinnehmen. So, genug gequatscht, ich baue weiter.
Ich habe jetzt hier das Rückteil gebaut. Ihr seht das hier, dieses Element, das hier hinten so draufsteckt. Hier mit den Riffeln und so. Sieht alles wunderbar aus. Schön verkleidet mit Fliesen, Slopes, alles wirklich gut. Aber dann, Mensch, weg damit. Aber dann kommt man an den Punkt, ja, wo man es befestigt. Und das wird hier auf so zwei kleine Achsen draufgesteckt. Und zwar mit der Konstruktion. Ich zeige euch das mal. Ich ziehe es einfach mal hier ab. So, und ja, auch das hier ist eine schwierige Sache. Hier an der Seite, da fliegt hier sehr leicht schon mal das Teil. Und also die beiden Teile hier, das und das, die fliegen da echt leicht ab. Denn die hängen da auch nur ja, an so ein paar kleinen Noppen dran. Man kann sie allerdings auch wieder leicht befestigen. So, einmal dran stecken und einmal, wie rum geht's? So rum geht's. Das nochmal dran stecken. Aber eigentlich wollte ich euch das ja zeigen. Das hier ist die Befestigung. Also hier die kleine Achse 1, kleine Achse 2. Und ja, hier wird es dann eben reingesteckt. Und dann muss man das hier so drauf fummeln, sage ich mal. Es ist schon ein bisschen fummelig, wenn man da irgendwie die Achsen treffen muss. Man holt es dann so und dann wird es hier reingesteckt. Und naja, es ist unkonventionell. Es hält, wenn man es mal drin hat, aber es ist eine, ich sag mal, sehr interessante Bautechnik, wie das hier zusammengefügt wird. Ich hätte lieber gehabt, wenn da noch irgendwas mit einer Noppenverbindung wäre. Aber naja, das Endergebnis zielt im Endeffekt und ja, ich mache noch ein bisschen weiter, denn ja, hier fehlt ja noch so einiges, bis aus dem Ding hier ein richtiges Batmobil wird. Good News und Bad News. Aber die Bad News sind nicht so schlimm, Freunde. Ihr seht, das hier ist die Flamme, die hinten aus dem Düsentriebwerk, aus der Turbine rauskommen soll. Und die sieht richtig cool aus, finde ich. Dieser Farbübergang vom Roten in das Gelbe, hervorragend gemacht. Befestigt werden soll das Teil. Moment, da kann man sehen, hier ist so ein Pin auf Achsestecker, da kommt in den Pin-Bereich, steckt man die Flamme rein und dann der Achsstecker, der kommt dann hier hinten in die Turbine rein. Da hinten kann man vielleicht noch erkennen, genau da ist die Achsaufnahme, aber ja, ich finde so einen Stecker hier gerade nicht, ist keine große Sache. Ich habe das auf jeden Fall in der Ersatzteilkiste, aber die einzigsten beiden, die ich hier noch habe, sind zwei schwarze Pinne und kein Pin auf Achsestecker. Das heißt, für den Moment ja, kann die Flamme hier nicht angebracht werden. Das waren die schlechten Neuigkeiten. Die guten, schaut euch mal den kleinen Panzer hier an. Das Cockpit habe ich jetzt noch gebaut. Und natürlich auch das Hinterteil. Ach, gehen wir erst aufs Hinterteil. Wir haben ja schon davon gesprochen. Also wir haben hier hinten die Turbine, dann hier unten nochmal die vier normalen Auspuffrohre. Sieht alles gut aus, doch gefällt mir echt gut und ist auch stabil hier dran gebaut, richtig schön an die Noppen dran befestigt. Das hält und macht alles relativ einen stabilen Eindruck, bis eben hier auf der Seite, das habe ich euch schon gezeigt, aber man kann es eben schon ganz gut anpacken und das Ding ist schwer. Also hier ist ja kaum Luft umbaut, das ist ein echt schwerer Prügel, obwohl er noch gar nicht fertig ist. Und dann haben wir hier noch das, na, nicht wegrollen, das Cockpit, also ich habe es euch schon gezeigt hier, die ganzen Scheiben, alles verkratzt, verbollert, aber egal, es sieht trotzdem richtig cool aus und vor allem, ja, schaut mal her. Ja, wir können es öffnen und auch, wenn er nicht wegrollen würde, so nach vorne klappen, denn wir haben ja hier ja solche Arme dran und dort haben wir das Cockpit einfach hier mit Haken dran befestigt, hier an der Stelle, und können das dann entsprechend nochmal schließen. Und das ist ein sehr schönes Cockpit. Also wie das gebaut wurde, gefällt mir echt gut und vor allem auch, wenn man es hier so zuklappt, auch eine prima Sache. Und der Mechanismus, der ist super simpel, erfüllt aber absolut seinen Zweck. Klar, im Original ist es hochgegangen und nach vorne gefahren. Das haben wir hier jetzt nicht hundertprozentig, aber dennoch ein cooler Effekt, das Cockpit hier. Also finde ich echt schön, genauso wie das Innenleben vom Cockpit. So, jetzt mache ich hier aber nochmal zu und gehe schlafen. Also 3 Uhr, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also für euch geht es jetzt direkt weiter und für mich geht es jetzt ins Bett.